Moin ihr Zuckerschnecken! In der heutigen Episode von The Next Big Thing sprechen wir über Uniteds neuestes Wunderkind Anthony Elanga. Doch bevor es losgeht, lass gerne ein kostenloses Abo und ein Like da, um den Kanal zu unterstützen. Es kostet dich nur ein paar Sekunden, würde aber echt weiterhelfen. Vielen Dank und viel Spaß mit dem Video! Anthony David Junior Elanga wurde am 27. April 2002 in Hillier in der Nähe von Malmö geboren. Nach Station als Jugendspieler bei IF Elfsborg und Malmö trat Elanga 2014 der Jugendakademie von Manchester United bei. Er wurde erstmals zu Beginn der Saison 2020/2021 in das Profiteam befördert und sein Debüt für den Verein gab er am 11. Mai 2021 gegen Leicester City in der Premier League. Elanga wurde 2019/2020 mit dem Jimmy Murphy Preis ausgezeichnet, der dem besten Youngster von United des Jahres verliehen wird. Im Training arbeite ich immer hart und in Spielen versuche ich auf die gleiche Weise zu spielen. Ich bin glücklich, ich genieße es. Ich sehe mir Talente wie Rashford an, die sind der Beweis dafür, dass man, wenn man sich anstrengt und hart arbeitet, kann man es weit bringen. Wir haben einen Manager, der vorangehen kann, er vertraut jungen Spielern. Also muss ich einfach weitermachen, sagte Elanga 2020 über den damaligen United-Coach Ole Gunnar Solskjaer. Allerdings konnte er nicht nur Solskjaer überzeugen, denn unter Ralf Rangnick rückte der junge Schwede fest in die Profimannschaft auf. In der abgelaufenen Saison durfte der Schwede zweimal Premier League Luft schnuppern und konnte sogar seinen ersten Treffer erzielen. In der aktuellen Saison hat Elanga bereits 2 Tore in 9 Spielen in der Premier League erzielen können. Doch was macht Anthony Elanga so gut? Seine wohl auffälligste Stärke ist seine brutale Geschwindigkeit. Diese Eigenschaft hat er von seinem Vater Joseph geerbt, der 13 Jahre lang in Griechenland, Dänemark und vor allem Schweden spielte, wo er zweimal das Malmö-Trikot trug. Zudem ist er 17 Mal für die Nationalmannschaft Kameruns aufgelaufen. Ich erinnere mich, als ich ihn ansah. Er war ein Linksverteidiger, er war schnell, aber ich bin offensichtlich schneller. Er war hart und er ist es immer noch. Nach den Spielen sagte er mir, wo ich gut war und wo ich mich verbessern muss. Es ist wichtig, eine solche Unterstützung zu haben, die dich nicht nach jedem einzelnen Spiel zufrieden macht. Du kannst es immer besser und besser machen. Ihn um dich zu haben, ist eine Inspiration. Eine weitere Stärke ist Elangas Technik, die an seine Vorbilder Samuel Eto'o und Thierry Henry erinnert. Und auch wenn das große Fußstapfen sind, sagte selbst Gary Neville Ähnliches. Dazu kommt seine Torgefährlichkeit und sein überragendes Dribbling und die Fähigkeit, den finalen Pass spielen zu können. Sein Debüttor in der Champions League vergangene Woche gegen Atletico Madrid wird mit Sicherheit nur das erste von vielen gewesen sein. Denn mit dem brutalen Talent, was in dem Jungen steckt, geht das fast gar nicht anders. Denn Anthony Elanga ist the next big thing. Und das war's auch schon wieder mit der heutigen Episode. Schreibt gerne eure Meinung zu Anthony Elanga in die Kommentare. Ich danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut. Haltet die Ohren steif und ciao, ciao.